Balkon ist ein Stadt voller Kontraster, wo hechmodern Luxusgeschäfte nie traditionelle Familienboutiquen stehen, die den Test von der Zeit überlebt haben. Egal wo ihn hingeht, es findet immer das Mischung zwischen all und neu, Tradition und modern. Also ist es nicht erstaunlich, dass ihr Bemol Matzen am Zentrum von Hongkong an einer Straßland, die voll mit gedrischenden Sachen ist. Cushing Street versammelt ein Rutsch von Geschäften, die auf Apps spezialisiert sind, chinesisch mit Zinn. Das Stroß beweist, wie die für tausend alte Traditionen an der Hongkong-Kultur verankert bleiben. The Western medicine cure the pain. For example, you have headache, you take a pills, the headache is gone. The Chinese medicine is more homeopathic, so it's gonna take longer time, but it's not gonna take your headache away, but it's gonna take the reason why you have a headache away. De Matteo hat während 18 Jahren Italien verlost und lebt seitdem zu Hongkong. Als selbstständiger Businessman hat er jahrelang Lieder aus China verkauft. Also könnte, dass er sich an der chinesischen Kultur ganz daheim fühlt und auch die komischsten Sachen hier erkennen kann. And they eat the bird's nest, also sie essen das Nest von einem Fältchen. Yeah, they make soup for it. And it's actually very healthy for women, especially a woman after deliver a baby. Okay. The first things that she gets as a present is a bunch of bird's nest because it's gonna help her to recover from the fatigue of the delivery. Es gibt an dieser Straße so viele obskure Sachen, die heilen sollen. Wie für mich ist das alles relativ bizarr. You wanna try a gecko lollipop? No. No. No, I don't. Da stoßen ich noch auf Sea Cucumbers, ein zuchtgedrischende Seeigel, die nach China teuer gehandelt wird. It's very good for diabetes, for example. My mother-in-law, she's diabetes. Every time I go eat in her house, there is always a sea cucumber in one of her dishes. Okay, but how would you cook it? I mean, well, would you chop it up, you soak it first? No, you need to soak it in the water for at least 3 or 4 days before it go back into that into a squishy form, and then from there you cook it. As an Italian, do you still find it challenging to eat certain things, or are you loving well, it? Well, there are some flavors which are not part of my youth, so some I like it, some I like less. But well, I guess if you think a salami or a sea cucumber. Well, no, salami you can maybe compare to the Chinese sausage. Sausage. Sie haben in China effektiv auch ihre eigenen Sausissen. Die schmecken aber ganz anders wie daheim und müssen als erst gekocht gehen, ehe er ins Essen kann. Hier gibt es verschiedene Sorten. Die dunkel sind zum Beispiel mit Leber gemacht. Und die meisten Sausissen schmecken relativ süß, weil witzigerweise Honig dran ist. Das hält Matteo mich mit auf Lei Yue Moon, ein alt Fischerdorf, das seit 200 Jahren zu Hongkong besteht und effektiv ein ganz anderes Bild von dieser Stadt gibt. De Matteo wohnt seit ein paar Jahren hier in einem neuen Quartier, den, wie könnte es anders sein, rum aus typischen Hongkong-Heischhäusern besteht. Over here is an industrial area. My tower was the only tower existing before. And it was nice because after 5:30 it was quiet. So people. It's a quieter part of Hong Kong because it's a city where it's hard to find a bit of a quiet. Exactly. Die ganze Zeit Comedy hier und niemand viel Leute. Und hier fühlt es sich ein bisschen wie man es bei der Plage wie es. Lei Wei Moon ist bekannt für seinen authentischen Flair, den an Tischenzeit eine Rarität zu Hongkong ging. Es findet in hier pur kleine Bäckereien, die traditionell Kichelscher backen. Hier zum Beispiel Almond Cakes, Mandelkichelscher, die mit Mungbohnenmehl am Mandelextrakt gemacht gehen und nicht gebacken gehen, mehr auf Formen gepresst gehen. An einer anderen Bäckerei gibt es ein ganz speziell gebackenes Fleischtasch, die Seis aus. Die sieht für mich ein bisschen aus wie ein Mini-Rieslingspastetchen. Yeah, I wanna see inside. Oh, sticky. Yeah. Okay. Mmm. It's very meaty. Oh! Unbelievable. Mm. Okay, das ist immer süß. Knatschig, ein bisschen wie Karamell. Mit einem fleischigen Anis-Goo. Jetzt aber. Mir auf Lei Yue Moon kennt ihr für den Fisch. Hier ist ein Langstroß, die durch das ganze Dorf feiert, wo nimmer Seafood-Geschäfte dabei sind. Die Idee ist, dass ihn sich der Fisch aussichern geht, den du nur am Restaurant gekocht kriegen will.
Ich kriege ganz viel Fisch an Sachen gewesen, die ich nicht aus Europa kenne. So zum Beispiel Abalone, ein Muschel, die in China immens beliebt ist. Ich will aber lieber ein paar Schlägen. Let's get a few, let's not get too many. I think this is enough. Die sind schon bald zu scheif, jetzt sie essen. Okay. Mir da gibt es andere Sachen, die definitiv nicht zu scheif sind, jetzt sie essen. Ich so nehmen Elefantenrüsselmuschel. Das ist vollgesaugt mit Wasser. Das ist anscheinend eine Delikatesse. Ich konzentriere mich lieber auf einen schönen Fisch. Garuba soll es sein. Mit denen ist es gut nicht so einfach, aus dem Wasser zu kriegen. But it's like, they go away. They run away. Of course they go away. I can't get them. Come on. Okay. Quick, quick. Come on. Oh, lass doch schon fort. Das heißt, dass ich beim Fischen gehe, auf der Fauer. Quick. That's the Garuba. There is the box. Give it to him. Okay, wir haben genug gefischt und Gilo bei Käse gerufen. Und da ist es B-mal gut nicht mehr so witzig. Two scampi. Two scampi. 480. Garuba. Garuba. 660. 660. Ja. Okay, 180 Euro und das muss man nicht gekauft, weil am Restaurant muss man ein Kopf zahlen. Okay, da geht das nächste nicht um nach Reis, gell? Am Restaurant überreiche ich mit dem Koch alles und lassen hier decidieren, was du mit möchtest. Wie immer sind Texturen an der chinesischen Küche ganz wichtig und du willst immer verschiedene Cuisson kriegen. Der Fisch ist gedämpft, Scampi frittiert und Schwertmuscheln an einer Sauce gekocht. And we're still waiting for the snails. But snails are very slow, you know. They will come later. Okay, fair enough. Well, let's start then. For Chinese tradition, what happens is that the fish is the most important dish of the dinner. And to pay the respect to the guest or the older person, usually the fish it point in the direction of the important person. So in this particular case, it's pointing you. Oh, okay. Okay. And it means that you have the honor to eat the face. Are you kidding me? No. If you don't eat it, I'm gonna eat the face. So. But the cheeks I'm going to eat, but the rest not. Als erst attackiere mit Schwertmuscheln. Oh, they're long. But of course they're long. Okay. We should. We try this first because maybe. They're like pasta. If you have a problem, you can cut them. Mm. You like it? Mm-hmm. Yeah, man. This is gonna take 5 minutes till it's down. Am meisten impressioniert mich aber der Fisch. This is perfect. The fish is really flaky. Da ist ein gut Sojasauce dabei mit ein bisschen so ein Ingwer, frischen Ingwer-Goo. Ganz ein bisschen Koriander. Koriander, yes, Koriander. So fresh. Yeah. Obviously, I just fished it like half an hour ago. But wow. And last but not least, Schlägen. Can you smell the wine? Yeah, I can, actually. It smells boozy. Yeah, this is an alcoholic food. Yeah. Ooh. Interesting flavor. Spicy. Ooh. It was flott, dem Matteo sing Welt ein bisschen besser kennenzulernen und neue Meeresfrüchten zu entdecken. Mit dem Matteo geht es selber so, dass hier nicht oft so essen geht. Hier kocht Lever daheim Italienisch für seine Familie. Den nächsten Tag treffe ich mich mit einer Hongkongerin zu Kowloon am Norden von Hongkong. Wing Wing organisiert hier Weird Food Tours, bei denen ich ein bisschen mehr außergewöhnliche Streetfood entdecken kann. Wing Wing ist an diesem Quartier abgewusst und kennt die Plätze, die sicher nicht an einem Giet zu finden sind. Als erstes bestellt hat mir ein paar Nudels zupfen und da sang dabei mit Hängerface. This seriously freaks me out. They had the camera. Moin! Yeah. And then you just suck it off or what? Yeah. You don't eat the bones, right? Yeah, but you eat the skin.
And this one tastes very different between the dim sum one. You chew the skin. You chew the skin? Yeah. It is fat and skin. Oh, das ist ein Chunk in die Ruf kommen. Wait. Mhm. Oh. This is really good. Nicht ganz elegant, that's fine. Okay, also du hast die kleinen Patto gesagt, wie alles, was dran ist. Es schmeckt wie Pulli. Es schmeckt wie Pulli, wie ganz gut gekochte Pulli's Haut. Das ist ein bisschen fertig. Aber es schmeckt gut. And apparently it's very good for my skin too. Yeah, and your feet. And my feet? Yeah, in China. Ich habe keine weil ich den Lotto Faust gehe. Aus der Schuhe ist genug Zopgiers. Mit Wing Wing hat noch ein anderer Platz für mich ausgesicht, wo ich eine Spezialität kriegt, die ich nicht mehr am Winter essen kann. Schlangenzopp. That's gloopy. Das ist relativ schleimisch als Zopp. Ein Schlangenzopp, die schleimisch ist. This is snake. Oh, that looks snakey. They have different kinds of snakes inside. But the gloopiness doesn't come from the snake, right? That's because they... No. They just add some flour to make it fake. That's lots of my Zähne dran. Okay, yeah. Das andere, da kann ich dir essen. Wenn man nicht so Schleim von der Schlange gewischt wird, dann hat es vielleicht ein bisschen mehr. Okay, let's go for it. Also, schmeckt wie Pulle eigentlich. It's a bit like chicken, I find, the texture. Yes, actually it is. So, not really weird. Zopp hat mich nicht wirklich überzeugt, aber bon. Bei diesem Plan geht es anscheinend nicht um den Gut, mit darum, dass er die Wärme stark macht. Wir waren schon am Gange weiter zu gehen, wo Wing Wing mich einmal zurückgreift und mir noch ein Schocker abdischt. Oh mein Gott, ich habe gerade herausgefunden, dass ich nur die ganze Zeit wie auf einer Schlange soll. Weil Heidraner sind liebe Schlangen, they're alive, right? Yes. Oh mein Gott. This is what you ate. But where are they? Oh, I saw that. No. Can you see the head? I can see it. Ich habe gemerkt, die gehen die Schlangen, wie sie kaufen, so warten, sie sind schon geschlürft. Nee, sie sind lieb. Hi. Als letzter Stopp geht es auf einen Platz, wo es mir schon beim Ankommen nicht mehr irgendwie da nicht ist. Das Fahrzeug, pardon. Mit riecht wirklich richtig. Für einen Pferdstall. Gerade. Und glaubt mir, es sei kein Pferd weit abbrät. Nee, hier wird gerade stinky Tofu frittiert. Und das riecht genau so wie frisch Pferdsäppel. Okay, so. Stinky Tofu. For the first time in my life. I just bite into it. You try to hold your breath and it is perfect. Okay, ich habe nicht mehr Pausen, was frittiert war. Das frittiert, das schmeckt gut, das schmeckt immer alles gut. Mit der Pan dran. Oh. Ich kriege nach zwei anderen mega komisch Broschetten. What is it? Eat before you ask. Oh. Okay, is there mustard on it? Yeah, okay, mustard. Mit Mustard geht alles. Mustard is good. It's just like some chewing gum. Oh! Das ist wie Knatsch. Mit Mustard gut. Und mit Salz steht. Bon, das war der Darm von einer Gans. Flott. Mir geht riecht weiter mit etwas, was ich bis heute noch nicht wirklich identifiziert habe. Aber wenn ich etwas esse, was mir wirklich nicht schmeckt, dann hilft am Prinzip nicht mehr etwas. I have to say, I mean, this sounds horrible, but I brought something to survive this. Good choice. Flachmann. So you okay. Can have another bite. Oh, das schmeckt doch komisch. Das ist auch nicht etwas, das ist auch kein normaler Wodka. Oh, this helps. So you can have another bite. No, I think you can finish it off. I will punish you back, I tell you. I will give you some very ripe Camembert and you will hate me. Nur all dem challenging Essen sind ich froh, etwas mein Normales zu entdecken und auch kriege ich schon ein Galosch zu essen. Dai Pai Dongs sind den originalen Streetfood von Hongkong. Restaurant,
den ihr Kischen Matzen auf der Straße aus. Ein Bild, das Louis aber sicher am Gang ist, von Hongkong zu verschwinden. You know what? I was actually super surprised the first time I came to Hong Kong. I thought there would be street food everywhere. And it's not like Bangkok, is it? No, it's not now. But this is one of the last surviving Dai Pai Dong, you call it, right? Yes, this is the very nice one. Because the nice and easy. So this is the original street food, and it's really an outside kitchen. I mean, I'm quite surprised seeing how he is like rocking that wok. But why are they disappearing? Because the government not allowed to have it anymore, because this is too noisy, the smell is too big for the neighborhood, and then they don't continue the license anymore. So effectively, if the guy with the green hat, if he is no longer around, his son will not inherit the license. Yes. They don't let them have it anymore. So Hong Kong wants to have clean streets? Yes. Eher Matthias zu kriegen, weist Wing Wing mal nach, dass sie seine Tellerin als erst mit Tee spülen soll, für sie proper zu machen. Also ich bin noch nie im Restaurant mein erstes Nu gefangen, indem ich als erst mal gespült habe. And then you can throw it away. Mir das schön, das ist für auch flott, weil it's kind of nice. And now I throw it away. Yeah, wash out. Far, oh no, wait, there's somebody walking. Someone, Now? Yeah, 1, 2, 3, go! Whoa! Yeah, I really enjoyed it. Schau, wie viel gehst du an der Straße zu Bach trinken, Mann? Die sind aus übrigens richtig Homestyle. Wir kriegen Aubergine mit gehacktes auf Fischsoße, frittierte Fisch, Nudeln und Sweet and Sour Pork. Und das hat mir endlich auch mal richtig gut geschmeckt.